In diesem Video sehen Sie, wie Sie den TapeTech Easy Roll Radumrüstsatz für Easy Clean Finishing Boxen einbauen. Der Umrüstsatz umfasst eine Rückplatte, eine Achse, zwei Passschrauben, zwei Buchsen und zwei Radgruppen. Wir empfehlen folgende Werkzeuge: einen 5/16 Zoll Schraubenschlüssel, einen 3/8 Zoll Schraubenschlüssel, einen 3/8 Zoll Steckschlüssel und einen Schlitzschraubenzieher. Entfernen Sie zunächst die beiden vorhandenen Radgruppen mit dem Steckschlüssel. Heben Sie die Unterlegscheibe aus Messing für die neuen Räder auf. Die anderen Teile brauchen wir nicht mehr. Entfernen Sie dann den Zapfen von der Achse. Dazu verwenden wir den 3/8 Zoll Schraubenschlüssel und den 3/8 Zoll Steckschlüssel. Sortieren Sie die Achse aus, aber heben Sie alle anderen Teile auf. Auch die kleine Unterlegscheibe, die Buchse, die große Unterlegscheibe, die Passschraube und die Feststellmutter werden noch benötigt. Um die Rückplatte zu entfernen, entfernen Sie zunächst die Federn. Am sichersten geht dies, indem Sie den Schraubenzieher in die Feder stecken, sie nach vorne drücken, um sie zu lösen und sie dann vom unteren Haken nehmen. Die Federn werden wiederverwendet. Öffnen Sie den Verschluss und entfernen Sie die Druckplatte. Dieses Teil wird auch wiederverwendet. Entfernen Sie jetzt die drei Schrauben auf jeder Seite, die die Rückplatte an den Seitenplatten befestigen. Heben Sie die Schrauben auf. Ziehen Sie die Rückplatte von der Vorderseite der Finishing-Box weg, um sie zu entfernen. Entfernen Sie dann die beiden Schrauben unten in der Rückplatte und legen Sie sie zur Seite. Dann entfernen wir die Federhalter mit dem Schraubenzieher und dem 5/16 Zoll Schraubenschlüssel. Die Federhalter werden wir beim Zusammenbauen wiederverwenden. Sie können die alte Rückplatte aussortieren, da wir eine neue einbauen werden. Drehen Sie zunächst die beiden kleinen Schrauben unten in die Rückplatte hinein. Ersetzen Sie jetzt die beiden Federhalter. Setzen Sie die neue Rückplatte zwischen den Seitenplatten der Finishing-Box ein und schieben Sie sie nach vorne zum Klingenhalter. Richten Sie die Rückplatte an beiden Seiten gleich aus. Drehen Sie die sechs kleinen Schrauben, drei pro Seite, wieder hinein, um die Rückplatte an den Seitenplatten zu befestigen. Setzen Sie jetzt die Druckplatte wieder fest ein. Sie können den Schraubenzieher verwenden, um die Dichtung in die Box zu bewegen. Hängen Sie die Feder an der Rückplatte ein und ziehen Sie wieder mit dem Schraubenzieher die Feder nach vorne und hängen Sie sie ein. Gehen Sie bei beiden Federn gleich vor. Jetzt bauen Sie die neue Achse ein. Verwenden Sie die aufgehobenen Teile. Setzen Sie die Buchse in die Achse ein. Legen Sie dann die große Unterlegscheibe auf die Passschraube und setzen Sie sie in die Buchse ein. Setzen Sie die kleine Unterlegscheibe auf die Passschraube und führen Sie sie durch das Loch in der Rückplatte. Verwenden Sie die aufgehobene Feststellmutter, um die neue Achse zu sichern. Schließlich installieren wir die Easy Roll Räder. Setzen Sie die neue Buchse in die neue Radgruppe ein, wobei die Lasche auf der Buchse auf den Schlitz in der Radgruppe ausgerichtet sein muss. Dies ist äußerst wichtig. Schieben Sie die Passschraube jetzt durch die Baugruppe und befestigen Sie die kleine aufgehobene Unterlegscheibe aus Messing am Ende der Achse. Gleiches erfolgt auf der anderen Seite. Fertig! Mit Ihrer Finishing-Box können Sie jetzt Außenecken schnell und professionell verfugen. Danke, dass Sie TapeTech verwenden. Der Goldstandard.